Moin Freunde und herzlich willkommen aus Straubing. Heute ist Spieltag Nummer 10 der deutschen Eishockeyliga. Die Straubing Tigers gegen die Hamburg Freezers. Das ist das Duell der beiden Kellerkinder, wenn wir auf die Tabelle gucken. Straubing auf 14, Hamburg auf 13. Also beide haben sie noch nicht viel gerissen in dieser Saison. Die Adler momentan Nonplusultra der Liga. Dahinter haben wir Augsburg. Die Eisbären auf 5, Krefeld auf 8 abgerutscht, auch wenn sie in Wirklichkeit 1-0 gewonnen haben in dem Spiel am Freitag. Haben sie bei mir in Overtime verloren gegen die Kölner Haie und ansonsten ERC Red Bull München auf der 7. Es ist sehr interessant, wie wir meine Tabelle hier verfolgen können und auch die wirkliche Tabelle. Heute also Straubing oder Hamburg. Wer wird gewinnen? Für einen der beiden Teams kann es damit wieder ein Stückchen nach oben gehen in der Liga. Fürs andere Team wird es umso bitter, wenn man gegen den Rivalen verliert. Straubing in dunkelblau von rechts nach links im ersten Drittel. Hamburg in den hellen Trikots in die andere Richtung. Erste Schusschance für die Straubing Tigers. Und das macht sich natürlich bei beiden auch bemerkbar. In den Köpfen macht sich das breit, wenn man ständig verliert. Das ist auch bei Köln so. Sundblad, der ja seine Premiere gegen Krefeld zu Hause mit 0:1 verloren hatte. Und zuvor gab es das noch nie, dass Krefeld in Köln zu 0 gewonnen hat. Also es war eine Premiere auch für den KV. Kein guter Einstand für Niklas Sundblad, zumal Köln auch richtig gute Chancen hatte. Aber sie haben sie nicht genutzt und dementsprechend hat Krefeld gewonnen. Aber jetzt Hamburg gegen Straubing, das ist auf unserer heutigen Tagesliste. Der Keshua. Das ist ein fucking schwerer Name, der Torhüter der Straubing Tigers. Damit müssten wir eigentlich alle Mannschaften haben, die wir zeigen wollten bei der DEL. Wenn nicht, dann gebt mir gerne mal hier den Einwand. So langsam verliert man den Überblick. Ich will versuchen, dass auch die Mannschaften dann regelmäßig dann in Abständen kommen. Müssen wir einfach mal sehen. Ein oder andere Mannschaften, die werden sicherlich öfter kommen. Andere Mannschaften werden sicherlich weniger oft kommen. Aber so ist es halt. Ich kann nur ein Spiel zeigen pro Spieltag. Und dementsprechend ist es dann, schön. Dementsprechend ist es dann auch schwierig, da irgendwie alle gleich zu kommen. Oder dass alle gleich oft kommen. Aber ich denke mal, so ist es okay. Ansonsten wäre die ganze Zeit Krefeld und die anderen Mannschaften nur viermal. Von dem her ist es so eigentlich ganz okay. Jakobsen! Dicke Chance für die Hamburg Freezers hier. Nach knapp 11,5 Minuten eben. Und jetzt die Straubing Tigers mit dem Konter. Vielleicht, wenn es schnell geht. Hendrischek! Schönberger. Es ist schwierig. Osterloh, nächste Chance. Sie machen Druck, die Straubing Tigers. Sie wissen, zu Hause hat man das Publikum im Rücken, hat die eigenen Leute da. Und man will im Endeffekt auch hier gewinnen. Alles andere zählt nicht. Und alles andere ist auch für die Zuschauer nicht akzeptabel. Keine Strafe. Mitchell, der das hier gut macht. Osterloh muss den Schläger aufheben. Aber es bleibt ohne Konsequenzen für die Tigers. 3 Minuten noch im ersten Durchgang. Boah, sehr schön von Brandy. Aber Caron. Bärenstark. Der Keeper der Freezers. 0:0 nach knapp 18 Minuten im ersten Drittel. Beide Mannschaften nervöser Beginn. Jetzt schießt man sich warm. Jetzt legt man die Nervosität ein bisschen ab. Und jetzt will man am besten sein Team gleich in Führung bringen. Um den Druck erstmal von der eigenen Mannschaft zu nehmen. Dotzler auf Kramer. Sehr schöner Querpass, der abgefangen wird. Und jetzt Kramer. 90 Sekunden noch im ersten Durchgang. Vielleicht noch die Chance für die Hamburg Freezers. Westcott auf Rinke und Bekeshmiwa. Klasse Save. Klasse Angriff der Hamburg Freezers. Aber kein Durchkommen bislang an beiden Torhütern. Knapp 45 Sekunden noch. Sehr schöne Schusschance für Rinke. Aber da war er schnell drüben, der Keeper der Tigers. Und bislang würde es so aussehen, als gehen wir hier mit einem 0:0 in die Drittelpause. Aber nochmal die Chance für die Freezers. Die letzten 9 Sekunden. Geht da noch was? Flake mit der Chance. Man versucht's, aber man scheitert immer wieder an Straubings Backup. Und jetzt ist das erste Drittel rum. 0:0. Nach 20 Minuten
So, 7:4 Schüsse für die Hamburg Freezers. If you are the holder of the winning ticket, please take it to our customer service kiosk at section 144. Und Bulli gewinnt Straubing, die jetzt von links nach rechts spielen im zweiten Drittel. Wir warten weiterhin aufs erste Tor, vielleicht jetzt für die Freezers. Flake aber lässt sich abdrängeln und Kramer in Scheibenbesitz. Röttke. Down. Ah, wird bedrängt von zwei Hamburgern, aber Stewart sehr schön nicht im Abseits. Dotzler dafür jetzt umso mehr. Und daran sieht man, das sind so die Kleinigkeiten, die nervös wirken. Oppenheimer. Oh, Querpass falsch gelaufen, flach auf Gianzanello. Jetzt vielleicht die Chance für die Straubing Tigers. Sehr schön gemacht, wie das da. Aber da ist keiner, da ist doch nichts. Beide Mannschaften bemüht. Aber dann doch nicht erfolgreich. Schubert mit dem nächsten Schuss für die Hamburg Freezers. Und Icing. Bulli gewinnt Hamburg. Jetzt die Chance, aber Endras bringt die Scheibe erstmal raus. Hälfte des zweiten Drittels ist auch gleich vorbei und noch immer ist diese Partie hier torlos. Gianzanello, Schusschance geblockt. Endras, Chance flache! Und wie er da noch drankommt, Sebastian Caron. Das wird sein Geheimnis bleiben. Chance für Straubing, aber Sebastian Caron, dem fliegt die Scheibe quasi in die Fanghand. Osterloh. Sturm. Brandl. Schönberger mit der Chance. Aber es bleibt weiterhin beim 0:0. Entweder sind die Schüsse zu einfach oder die Torhüter sind einfach heute mega gut drauf. Das kann man sich jetzt so oder so zurechtlegen, wie man es möchte. Kann natürlich sagen, wow, beide Keeper unschlagbar. Aber man kann natürlich auch den Fehler im Sturm suchen bei beiden Teams. Die sitzen ja nicht umsonst auf Platz 13 und 14. Handraschek wieder gescheitert. Also ich würde es mal eigentlich auf die Offensive schicken. Oder schieben. Beide Mannschaften mit Offensivschwächen. Sie treffen das Tor nicht und das macht es natürlich aus, den Unterschied. Über Sieg oder Niederlage. Röttke! Und die dicken Chancen, die lässt man hier liegen, das ist wahnsinnig. Druckphase der Straubing Tigers, 2,5 Minuten noch. Röttke, da ist es, 1:0 Straubing. Lang hat es gedauert, jetzt ist es drin. René Röttke sorgt für den ersten Treffer des Abends. Und da war Caron eigentlich darauf eingestellt, dass die Scheibe links oben ins Eck fliegt. Das sehen wir gleich. War schon auf dem Weg und sieht dann, oh nee, die kommt doch mittig. Und dann haben die Straubinger natürlich noch Glück, dass er gerade durch die Beine von Caron flitzt, der Puck. Schmidt auf Westerling. Flake. Vielleicht gleich die Ausgleichschance für die Hamburg Freezers, aber eher nein. Letzte Minute läuft schon wieder. Flake! Das gibt's nicht. Fehlpass, Matzen. Oh. Hamburg ist nah dran, aber es fehlt noch das Quäntchen Glück. Und so wird es sein, dass die Straubing Tigers in diesem Augenblick
in die zweite Drittelpause mit einer 1:0-Führung gehen. Wir haben noch ein Drittel vor uns. Schafft Straubing das, dieses 1:0 über die Zeit zu retten, vielleicht noch auszubauen? Oder kommt Hamburg nochmal zurück? Das erfahren wir gleich im letzten Drittel. Also dranbleiben, Freunde. Zehn zu neun Schüsse, eigentlich beide Teams relativ ausgeglichen. Wenn man das mal so ummünzt. Aber Straubing macht im Moment den Unterschied mit einem Tor. Dotzler auf Rüttke. Und Straubing tut gut dran, wenn man hier das 2:0 erzielt. Dann hätte man für die letzten 19 Minuten hier wirklich etwas mehr Ruhe. Rüttke! Und da Stewart scheitert an Caron. Gute Möglichkeit für die Tigers zum 2:0. Und da hätte man sich eine Menge Druck abbauen können, wenn diese Scheibe über die Linie gegangen wäre. Aber Sebastian Caron weiß das. Und eben genau deshalb ackert er umso mehr, um seine Freezers erstmal an der Stange zu halten. Und Ruschka. Querpassversuch misslingt. Jetzt Wolf. Uiuiui, aber Endras kommt dazwischen, sieht die Scheibe kommen. Und jetzt ist viel Platz da auf der linken Seite. Die Hamburg Freezers halten sich auf der rechten Seite auf. Hat viel Platz links. Sullivan, nächste Schuss. Schuss, Schuss, Sanelli und 2:0. Straubing scored erneut. So schnell geht's. Einmal viel Platz auf der linken Seite. Querpass nach rechts gespielt. Caron zum Abpraller gezwungen. Und dann steht's hier 2:0. Wahnsinnsleistung von den Straubing Tigers. Hier sehen wir das Abpraller. Und dann steht da natürlich goldrichtig der Mann mit der 26. Und macht das 2:0. Das könnte die Vorentscheidung sein gegen die Hamburg Freezers. Straubing könnte mit dem Ergebnis sicherlich leben. Würde mit einem Sieg noch nicht ganz aus dem Tabellenkeller rauskommen. Aber man könnte den Abstand auf die Hamburg Freezers auf 2 Punkte verringern. Aktuell sind es ja 5. Und wenn man bedenkt, dass Hamburg hätte gewinnen können, dann wären es schon 8 auf die Hamburg Freezers. Also man tut hier wirklich gut dran, auf Straubinger Seite dieses Spiel zumindest aktuell mit 2:0 zu führen. Ob sie dann letztendlich über 60 Minuten lang halten können. Es sind jetzt noch 14,5. Sobald Hamburg hier den Anschlusstreffer erzielen sollte, wird das hier noch richtig knapp. Und Fetzerling auch gleich mit der ersten Chance. Schmidt geht hier nah dran und die Chance war da, das gibt's nicht. Hamburg steht sich selber im Weg in der Offensive. Down. Nächste Möglichkeit für die Tigers. Dotzler wird am Schuss gehindert, dennoch Scheibenbesitz bei den Tigers. Stewart ackert. Der war gefährlich. Und jetzt die Strafe gegen die Hamburg Freezers. Wegen Hakens, sagt der Schiedsrichter gegen Garrett Fetzerling. 2 Minuten Überzahl auch noch für Straubing und das ist natürlich doppelt bitter aus Sicht der Freezers. Ihm läuft die Zeit weg. Denn Zeit ist was, was man vielleicht nicht mehr unendlich hat. Down auf Wörle, Sturm, Schusschance, Caron saved. Und gleich wird's hitzig. Vom Tor von Sebastian Caron. Man kann es den Freezers nicht verübeln. Sie haben die Möglichkeiten vorne. Aber es fehlt im Moment einfach das Quäntchen Glück und das Selbstvertrauen bei den Teams, die sich hier gegenüberstehen. Und das bessere Quäntchen Glück hatte bislang einfach Straubing und jetzt noch in Form des Powerplays natürlich alle Weichen auf Sieg. Hälfte des dritten Drittels ist auch gleich vorbei. Brandl schön schnell nach vorne auf René Rüttke. Caron flitzt vorbei. Kevin Leverly. Oh, heftiger Check. Rüttke auf Stewart. Der legt ab und die Chance zum 3:0. Und dann lässt man sie hier liegen. Wahnsinn. Sullivan. Man hat noch weniger als 1 Minute Zeit im Powerplay. Straubing macht hier alles richtig.
man merkt, dass sie aktuell kein Top-Team sind, aber trotzdem, sie sind den Freezers heute bislang überlegen. Stewart, nächste Schusschance vorbei. Röthke, Scheibe läuft gut hin und her bei den Straubing Tigers. Jetzt allerdings der Fehlpass. Man geht hier kein unnötiges Risiko ein, sichert hinten. Das hat man gerade gesehen. Man weiß nicht genau, wo die Scheibe landet. Und alle ziehen sich so ein Stückchen zurück, Brandl. So, Freezers wieder komplett. Brandt. Dupont auf Leverley, Festerling, 8 Minuten noch. Jetzt der Reihenwechsel, relativ ungünstig. Stewart, jetzt eröffnet sich die Chance für die Straubing Tigers. Brandt, Schusschance. Oh, Leverley kommt zum goldenen Zeitpunkt. 6:30 noch. Hamburg muss jetzt und abseits. Bitter natürlich. Und das wissen sie selbst. Straubing. Sieht so aus, als könnten die Tigers den Abstand auf die Freezers verringern. 18:11 Schüsse für die Heimmannschaft. Schubert auf Kramer. So, jetzt fangen die Freezers an, Druck zu machen. Ist das vielleicht zu spät? Straubing im Vorwärtsgang. 4 Minuten noch. Cianzanello auf Sturm. Schön zurückgespielt. Enders! Cianzanello. Die Tigers machen alles richtig. Halten die Scheibe vorne. Hinten kann nichts schief gehen. Sturm mit dem Schuss. Schubert, Möchel auf Kramer. Jetzt nochmal die Chance. 2 Minuten noch. Rinke. Jetzt muss er fast rein. Will man hier noch eine Chance haben. Lässt sich viel Zeit. Sehr schön. Schubert auf Oppenheimer. Letzte Minute schon angebrochen. Wohin die Scheibe? Nielsen mit dem Schuss und schon wieder Schildraften. Nächste Chance, Rinke. Rinke, Anschluss, 1-2, leeres Tor. 49,8 Sekunden vor Schluss. Hamburg kommt nochmal ran mit dem 1-2. Ist hier vielleicht doch noch mehr drin als gedacht? David Wolf mit dem Assist. Am ersten Schussversuch ist er noch gescheitert und dann saß Bakashua schon auf dem Boden. Da kann er nichts mehr machen. Jetzt wird das nochmal ein heißer Tanz, die letzten 50 Sekunden. Das weiß auch Straubing. Und vielleicht jetzt sogar der Moment auf Seiten der Tigers, der Freezers. Und Ruschka. Down. Röthke. Die Sullivan, aber Caron sichert den seidenen Faden für die Freezers. Die letzten 15 Sekunden, Matzen, gefährlich nach dem Torhüter, aber Bekeshua hält die Scheibe fest und das dürfte es gewesen sein. Leeres Tor bei den Freezers, er trifft es nicht. Schade, aus Sicht der Freezers natürlich, Brandl. 2:1 unterliegen die Hamburg Freezers den Straubing Tigers. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst mir ein Like da, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder beim weiteren Topspiel der deutschen Eishockey-Liga und dem 11. Spieltag. Bis dahin, euer Bloody LP.